Gut, für diejenigen unter Ihnen, die Trumpf vielleicht noch nicht so kennen, eine kurze auf einer Folie zusammengestellt Info, wer ist Trumpf, wer sind wir? Trumpf selber ist ein Familienunternehmen, das es seit fast 100 Jahren jetzt gibt, also 2 Jahre noch, dann haben wir die 100 voll. Wir sind Technologieführer in zwei Geschäftsbereichen. Das war auch dieses Kürzel MT bei meiner Abteilung, in der ich bin. Das steht für Machine Tools, also Werkzeugmaschinen. Und das andere große Geschäftsfeld sind industrielle Laser für alle möglichen Arten von Laseranwendungen. Wir sind weltweit aktiv und ganz neu sind jetzt die Umsatzzahlen für das letzte Geschäftsjahr. Die sind diese Woche vorgestellt worden. Wir haben einen Umsatz etwa von 3,5 Milliarden Euro und etwa knapp 15.000 Mitarbeiter weltweit. Heißt so viel wie, wir sind relativ gut aufgestellt, was in Richtung Werkzeugmaschinen angeht. Und in dem Kontext bin ich auch angesiedelt, auch wenn die Abteilung, in der ich bin, für die komplette Trumpf-Gruppe so eine Art Vorentwicklung ist, noch vor der eigentlichen Maschinen- oder Produktentwicklung. Wir gucken in die Zukunft, welche Technologien spielen jetzt eine sehr kleine Rolle, kommen gerade so an die Oberfläche und wo müssen wir jetzt aktiv werden, um in einigen Jahren noch die Nase vorn zu haben. Und das ist genau der Punkt, wieso ich mich um das Thema 5G kümmere. Und das mache ich etwa seit 2017. Also wir sind schon einige Jahre bei dem Thema 5G unterwegs. So, die nächste Folie zeigt mal so ein Beispiel unserer Maschinen. Einerseits haben wir Maschinen zum Laserschneiden, also Blechschneiden. Also es geht hier ausschließlich um flexible Blechbearbeitung. Sei es, dass wir Bleche schneiden, sei es, dass wir mit Stanzkombimaschinen diese Löcher in diese Bleche machen. Wir machen die Bleche krumm, indem wir Biegemaschinen verwenden oder anbieten. Wir schweißen das Blech wieder zusammen und wir machen auch eine Rohrbearbeitung. Und wir bieten dafür natürlich nicht nur die entsprechenden Maschinen an, sondern das komplette Portfolio von Services, Software-Systemen, Vernetzung der Maschinen und so weiter. Und was machen unsere Kunden nun damit? Alles Mögliche. Wenn Sie sich jetzt umgucken, werden Sie vielleicht oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in Ihrem Umfeld was finden, was aus Blech ist. Sei es ein Schaltschrankgehäuse, wenn Sie in einem Rechenzentrum arbeiten, aber es kann auch ein klassisches Desktop-Gehäuse von einem PC sein, seien es Waschmaschinen, Einhausungen, Mikrowelleneinhausungen. Unsere Kunden sind im Landmaschinenbau, wenn es um Klimaanlagen geht oder Möbelrohre, aus denen Möbel gebaut werden oder ähnliches. Und diese zwei letzten Folien schon zeigen sehr deutlich, wie sieht denn die aktuelle Situation aus? Worum geht es uns? Was ist für Trumpf wichtig? Einerseits sind unsere Maschinen relativ groß und komplex. Das heißt, sie sind nicht nur wie ein Mobilgerät, wie ein Handy, das so 1,5 Jahre bis 2 Jahre im Einsatz ist und dann veraltet ist im Feld, sondern unsere Maschinen sind etwa 20 Jahre im Feld. Der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, der Einsatz der Maschinen ist extrem vielseitig, von Landmaschinen über Möbel bis hin zu Schaltschränken. Alles, was Sie sich aus Blech vorstellen können, können Sie auf den Maschinen machen. Entsprechend vielseitig sind unsere Kunden aufgestellt und auch hier gibt es Unterschiede dahingehend, ob Kunden jetzt Produktfertiger sind, also das heißt, ihr eigenes Produkt auf unseren Maschinen fertigen, oder Lohnfertiger, das heißt, sie fertigen im Auftrag anderer Kunden für diese Kunden Teile, was eine sehr hohe Diversität an Teilen oder Produkten, die auf den Maschinen produziert werden, dann zur Folge hat. Das mal als Hintergrund zur aktuellen Situation. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, unsere Maschinen sind nicht einfach wie die Folie jetzt aus dem Nebel aufgetaucht, sondern sind über die Jahre entwickelt worden und nicht immer natürlich auf der grünen Wiese, sondern Weiterentwicklungen von bestimmten Produkten. Hier sehen Sie mal beispielhaft so eine Architektur von so einer Maschine. Das Thema ist natürlich, wir haben unterschiedliche Steuerungen, wir haben Komponenten, wir haben unsere Laser, die wir verbauen, vertreiben wir auch als OEM. Das heißt, wir haben hier in sich gekapselte Systeme, die integriert werden. Wir haben unterschiedliche Schnittstellen, unterschiedliche Kommunikationssysteme. Also ein relativ komplexes System. Und wenn wir jetzt nur eine einzelne Maschine angucken, und wir möchten von Sensor bis in die Cloud Daten übertragen, dann haben wir hier natürlich einen Blumenstrauß an Technologien, die wir dafür benötigen oder berücksichtigen müssen. Es geht uns aber natürlich nicht nur um die einzelne Maschine, sondern wenn wir einen Schritt weitergehen, wir sind global aktiv. Wie man es auf der ersten Folie gesehen hat, haben wir in über 70 Ländern Niederlassungen. In einigen Ländern natürlich verteilte Produktionsstandorte, Vertriebsniederlassungen und so weiter.
Und es geht natürlich auch sehr stark darum, den Kontakt zum Kunden und auch den Kontakt zur Maschine zu halten. Das ist jetzt, wenn man global unterwegs ist, spielt das natürlich eine sehr große Rolle, insbesondere in Richtung Service auch der Maschinen, die eine bestimmte Zeit lang über Jahre hinweg gepflegt werden. Und wenn man im nächsten Schritt sich jetzt anguckt, wie so eine Fertigung aussieht, dann geht es eben nicht nur um die Vernetzung weltweit, sondern auch um die Vernetzung innerhalb der Fertigung. Das hier ist so ein Beispiel für eine Blechfertigung. Wir haben Aufträge, die reinkommen. Wir haben eine Auftragsplanung, dann wandert der Auftrag auf unterschiedlichen Wegen hier, sei es übers Laserschneiden und Biegen oder übers Stanzen und Biegen, dann zum Schweißen, in die Verpackung und Logistik. Und dieser Weg ist nicht immer gleich oder gleich vorgegeben, sondern Sie haben unterschiedliche Wege. Wenn Sie andere Aufträge haben, können Sie sich vorstellen, dass so eine Situation natürlich beliebig komplex werden kann. Und ein zweiter Punkt, der hier zu beachten ist, ist der, dass dieses Beispiel hier nur eine Blechfertigung ist. Viele Kunden von uns haben aber natürlich nicht nur eine Blechfertigung, sondern beispielsweise noch eine Oberflächenbehandlung, Entgraten, Lackieren, Beschichten, Montage, Drehen und Fräsen. Dieses Portfolio kann man beliebig erweitern und Trumpf bietet natürlich nicht für jedes Portfolio die Maschine oder jede Station die Maschinen an, sondern wir sind im Blech unterwegs. Andererseits ist es aber so, für ein Produktionsplanungssystem, die ganze Planungssoftware, Steuerungssoftware, wird ein Kunde sicher nicht für jede Domäne, nenne ich jetzt mal, eine eigene Software sich besorgen, sondern das soll möglichst aus einer Hand kommen. Und wenn man sich jetzt diese unterschiedlichen Wege durch die Produktion anguckt, so ist das noch handelbar, sage ich jetzt mal, wenn man große Stückzahlen hat, weil die Planung und vorgelagerten, nachgelagerten Prozesse bei großen Stückzahlen nicht so stark ins Gewicht fallen. Wenn Sie jetzt aber immer eine individuellere Fertigung haben, die Stückzahlen immer kleiner werden, die Programmierzeiten für einen Teil bleiben gleich, egal ob Sie es einmal oder 100-mal produzieren oder 1000-mal. Das heißt, diese nicht wertschöpfenden indirekten Prozesse werden immer relevanter, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht. Und darum ist das große Ziel natürlich in den letzten Jahren gewesen, Schlagwort Industrie 4.0, dass man genau diese Prozesse vereinfacht, dass die wertschöpfenden Prozesse mehr ins Gewicht fallen und die nicht wertschöpfenden Prozesse möglichst effizient werden. Wie ist Trumpf nun an dieses Thema rangegangen? Wir haben 1990 etwa angefangen mit offenen Steuerungen. Hier sieht man so einen Zeitstrahl, auf dem ich kurz den Weg zur Smart Factory nachzeichne. 1990 ging es los mit der offenen Steuerung. Etwa 1996 kamen dann die ersten Remote-Zugriffe auf Maschinen dazu. Damals noch mit einem ganz klassischen Modem, weit vor meiner Zeit beim Trumpf. Der nächste Schritt war dann eine Zentralisierung und Virtualisierung von den Maschinen, um einfach hier auch die Softwaresysteme der damaligen Zeit besser nutzen zu können. Wir haben dann eine Telepräsenzplattform ins Leben gerufen mit eigenen Rechenzentren, eigenen Cloud-Zentren, über die Welt verteilt in Eigenregie sozusagen. Und damals war sehr wichtig, dass die Kunden nach wie vor die Hoheit haben, wann die Maschine jetzt sich zu Trumpf konnektiert. Das wurde damit erreicht, dass der Kunde aktiv und die Maschine auffordern muss, bei Trumpf anzurufen und nicht wir aktiv auf die Maschine gehen konnten. Das war dann eben die Möglichkeit, um remote weltweit Maschinen praktisch zu warten, Serviceeinsätze zu fahren oder ähnliches. Und natürlich kamen im weiteren Verlauf dann so Dinge dazu wie mobile Endgeräte, um beispielsweise mit einem Tablet eine Maschine zu steuern. Jede Maschine von uns hat einen WLAN-Access Point, bis hin zur Smart Factory, die wir 2017 in Chicago eingeweiht haben, unsere erste. Wieso erzähle ich Ihnen das alles? Hier nochmal so ein Zeitstrahl. Wenn man sich das Ganze anguckt, dann gibt es natürlich die Märkte, die sich über die Jahre hin entwickelt haben, die sich immer weiter ausgedehnt haben. Es gibt natürlich die Maschinen und Systeme, die für die Märkte spezifisch sind. Es kamen immer neue Technologien dazu, die Einzug gehalten haben. Umgekehrt dazu war es so, dass die Qualifikationen der Mitarbeiter sehr viel breiter geworden sind. Es gab nicht mehr den einzelnen Maschinenbediener, der nur eine Maschine bedienen musste, sondern durch die Vielzahl an unterschiedlichen Maschinen und immer mehr autonome Maschinen oder teilautonome Maschinen war die Qualifikation natürlich immer ein größeres Thema.
und entsprechend auch die Methoden, wenn es darum ging, wie programmiert man eine Maschine, wie konstruiert man Teile und ähnliche Dinge. So als Beispiel, wie sich über die Jahre die Komplexität und die Vielfalt geändert hat. Wie sieht es jetzt aus mit dem Status quo? Ich habe Ihnen hier einiges gezeigt von der Architektur der Maschine über die weltweite Vernetzung oder die Vernetzung in der Produktion. Wo ist jetzt der Killer-Use-Case für 5G? Und da schaue ich häufig in enttäuschte Gesichter, wenn ich Kollegen in der 5G-ACIA beispielsweise, auf die ich nachher noch komme, Kollegen von Netzbetreibern oder Ausstattern ins Gesicht sage, ja, so den Killer-Use-Case für 5G, den gibt es in der Industrie in dem Sinne eigentlich nicht, weil wir haben für das, was ich Ihnen gezeigt habe, Lösungen. Wir kriegen die Daten vom Sensor bis in die Cloud, wir können weltweit Maschinen vernetzen, wir können komplett vernetzte Produktionen bauen. Also wofür brauchen wir denn 5G? Die Krux an der ganzen Sache ist, wir schaffen jede dieser Lösungen aber als spezifische Lösung. Jede Lösung braucht eigene Technologien oder unterschiedliche Technologien, wie beispielsweise, um vom Sensor in die Cloud zu kommen bei der Maschine, brauchen wir Echtzeitbussysteme, wir brauchen Industrial Ethernet, wir brauchen das Ethernet beim Kunden, der Maschine und so weiter und so fort. Und diese Komplexität macht das Ganze irgendwann teuer, weil es einfach nicht mehr skaliert. Wir müssen alles warten, wir müssen alles pflegen, wir müssen alles mitziehen. Und hier kommt 5G ins Spiel als neue Technologie, die zusätzlich zu den existierenden kommt. Was sind jetzt die Hürden und was sind die Potenziale von dem Ganzen? Wie gesagt, wir haben eine Situation, da gibt es eine existierende Fertigung. Das ist eigentlich das Übliche, weil kaum ein Kunde wirklich auf der grünen Wiese ein neues Werk hochzieht. Wobei wir natürlich nichts dagegen haben, wenn das ein Kunde macht und wir den Auftrag dafür kriegen. Grundsätzlich ist aber so, ein Kunde hat verschiedene Produktionsmittel. Es gibt eine bestehende Infrastruktur. Es gibt spezifische Anwendungen und Lösungen. Nun kommen wir daher und bringen neue Applikationen rein, neue Anwendungen. Sei es nahtlose Teileverfolgung, sei es KI-Anwendungen, dass man mit dem Handy den Teil der Maschine fotografiert und basierend auf dem Foto ein Ersatzteil vorgeschlagen wird, oder seien es Quantensensoren. Entschuldigung. Kein Vortrag zu 5G ohne dieses 5G-Dreieck. Entschuldigung, mir bleibt gerade die Stimme weg. Gut, wir haben diese drei Ecken des Dreiecks zu 5G. Große Breitbandanbindung, schnelle Kommunikation, viele Teilnehmer. Da ordnen sich die neuen Anwendungen natürlich super ein. Aber was sind jetzt die großen Hürden? Wann wird das Ganze verfügbar sein, ist eine Frage, die sich natürlich vielen stellt. Die ist mittlerweile so weit, dass man sagen kann, jetzt sind die ersten Produkte auf dem Markt. So langsam kann man damit anfangen. Ein großes Thema sind natürlich auch die Campusnetze. Das war ein visionärer Ansatz von der Bundesnetzagentur, der weltweit einmalig war, dass sie gesagt hat, sie reservieren Frequenzen explizit für die Industrie. Und das noch dazu zu einem Lizenzpreis, der durchaus sehr industriefreundlich ist. Da haben wir natürlich die große Frage, ja, wie sehen denn die Geschäftsmodelle aus? Für uns als Maschinenbauer ist 5G kein Geschäftsmodell, sondern ein Infrastrukturthema. Noch dazu müssen wir neue Infrastruktur in bestehende Infrastrukturen integrieren. Wir haben das Thema Erwartungen und Realität. Die Erwartungen sind natürlich immens an so eine neue Technologie, insbesondere wenn alle diese drei Ecken in den Medien vereinfachend immer mit einem Und verknüpft werden. Nach dem Motto, man kriegt Breitband und, also 10 Gigabit in der Sekunde plus eine Millisekunde Latenz und auch noch 1 Million Teilnehmer pro Quadratkilometer. So ist es leider nicht. Wenn man in Richtung einer Ecke dieses Dreiecks optimiert, geht es zulasten der anderen. Und was kostet mich das Ganze? Wie sieht es mit der Komplexität des Systems aus? Gibt es alternative Technologien? Wie sieht es auch mit der Akzeptanz aus? Insbesondere bei der Akzeptanz kommt es natürlich auch auf persönliche Bedenken von Mitarbeitern an, um Gesundheitsfaktoren. Wie sieht es mit dem Strahlenschutz aus, elektromagnetische Verträglichkeit und ähnlichen Dingen? Das sind so die großen Hürden, die man sich natürlich angucken muss. Insbesondere bei der Akzeptanz haben wir festgestellt, es spielt keine Rolle oder macht relativ wenig Unterschied, wenn ich jetzt die Mitarbeiter
mit irgendwelchen Studien bombardiere, wo drin steht, 5G ist ungefährlich, das hilft den Mitarbeitern an sich nicht viel weiter, sondern was unheimlich wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, die Bedenken ernst zu nehmen, weil es subjektiv reale Bedenken sind und hier aktiv die Leute mitzunehmen und mit einzubinden. Wenn es jetzt um die technischen Themen geht, wir sehen 5G als Enabler für die Smart Factory. Einerseits haben wir eine nahtlose Datenkommunikation vom Sensor bis in die Cloud. Wir haben sogenanntes Slicing. Wir können das Netz, das 5G-Netz so designen, wie wir es brauchen. Wir haben ein lizenziertes Spektrum. Also wir haben ein Frequenzband, das explizit uns gehört und in dem niemand mitfunken kann, wie beispielsweise es bei WLAN der Fall ist. Wir haben die Flexibilität, dass wir das Netz so gestalten können, wie wir es gerne hätten, mit Schwerpunkt auf vielen Teilnehmern, auf großen Breitbandübertragungen oder auf schnelle Kommunikation. Und wir haben eine Komplexitätsreduktion. Fragen Sie sich vielleicht, ja, wieso jetzt Komplexitätsreduktion, wenn im Vorfeld, wie ich gesagt habe, bei der Folie davor, ja, Komplexitätssteigerung. Das stimmt, 5G ist komplexer als ein isoliert betrachtetes WLAN oder ein Bluetooth-System. Aber wenn Sie viele unterschiedliche Technologien parallel nutzen, haben Sie dort eine Komplexität, die Sie bei 5G dadurch reduzieren können, indem Sie eine Technologie für alle Anwendungen nutzen können. Sie können mehrere Technologien durch eine, nämlich 5G, ersetzen und damit reduzieren Sie die Komplexität, dass Sie nur noch eine Technologie pflegen müssen und nicht mehr drei oder vier verschiedene. In unseren Augen ist 5G also der Enabler für die Smart Factory und auch darüber hinaus. Unsere nächste Vision ist nämlich die Smart Supply Chain. Da geht es nicht nur darum, auf den Campus zu gucken, sondern auch über den Campus hinaus. Und da ist 5G als Mobilfunktechnologie natürlich prädestiniert dafür, weil sie nicht an den Campus gebunden ist. Wie Sie es vielleicht in der Presse gesehen haben, haben wir hier auch entsprechende Kooperationen schon ins Leben gerufen. Und hier einerseits sind wir sehr aktiv, was Omlox angeht. Das ist ein Kommunikationsstandard für die Ortung, wo es darum geht, ultra-wideband-basiert lokal in einer Fabrik in Echtzeit Ladungsträger zu verfolgen. Und die Kommunikation in diesem Falle wäre dann mit 5G wunderbar möglich, um dann auch, wenn es dann von der Intralogistik in die Logistik geht, also den Campus verlässt, weiterhin eine Ortung zu ermöglichen. Wie gehen wir jetzt an das Thema ran? Man muss sich erstmal Gedanken machen, was brauche ich überhaupt? Ist 5G die richtige Technologie? Und hier haben wir das große Problem, 5G ist gerade ein großer Hype. Viele Leute wollen alles jetzt mit 5G machen und übersehen vielleicht, dass es nicht für alles die beste, bestgeeignete Technologie ist. Es gibt gute andere Technologien auch. Man soll bitte vorher prüfen, ob es die geeignete Technologie ist. Sonst ist man gegebenenfalls hinterher enttäuscht, wenn es nicht das liefert, was man eigentlich erwartet hätte. Da wären wir wieder bei den Erwartungen. Wichtig ist, wo kriege ich Informationen her? Gehe ich nachher noch drauf ein. Erwartungen versus Realität. Ist das, was ich brauche, überhaupt verfügbar? Gibt es schon industrietaugliche, ex-geschützte Komponenten dafür oder muss ich da noch 2 Jahre drauf warten? Es ist für mich kein Geschäftsmodell, sondern Infrastrukturthema. Muss ich jetzt alles selber machen oder gibt es geeignete Partner, die das für mich anbieten, die mich hier unterstützen? Und das sind so die Themen, wie nähert man sich dem Ganzen? Da gibt es unterschiedliche Anlaufstellen. Einerseits die 5G ACIA, das ist ein Gremium, auf das ich gleich noch weiter eingehen werde. Es gibt die Wireless Connected Machines Arbeitsgruppe des VWMA, auf der habe ich auch noch 2 Folien dazu. Unabhängig davon gibt es natürlich Fachverbände, es gibt die IHKs, es gibt die Bundesnetzagentur, auch die Ministerien von den Ländern und auch vom Bund sind sehr offen diesen Themen gegenüber. Da habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass die sehr bereitwillig auch Wünsche der Industrie mit aufnehmen und hier sehr aktiv unterstützen möchten. Was ist nun die 5G ACIA? Die 5G ACIA ist die Alliance for Connected Industries and Automation. Trumpf ist hier Gründungsmitglied
Wir haben die 5GACA im April 2018 gegründet mit 26 Mitgliedern. Mittlerweile sind wir 89 Mitglieder. Und Ziel ist es hier, die Anforderungen und Bedürfnisse der Industrie zu formulieren, zu vereinheitlichen und in Richtung der Telekommunikationsausrüster und Unternehmen zu platzieren, dahingehend, dass klar ist, was muss 5G können, um für die Industrie interessant zu sein. Wir sind in unterschiedlichen Arbeitsgruppen organisiert. Wie bereits gesagt, beschäftigen wir uns seit 2017 mit dem Thema. Und genau das ist der Punkt. Wie nähert man sich so einem Thema? Man beschäftigt sich möglichst früh damit, man versucht mitzugestalten, man versucht in die Gremien mit reinzugehen, aktiv mitzuarbeiten und so möglichst früh schon ein Thema annehmen zu können. Wenn man das natürlich nicht leisten kann, weil das natürlich ein großer Aufwand auch ist, was Kapazität angeht, kann man auch gerne einfach mal in die White Paper gucken, die wir von der 5GACA aus veröffentlichen, zu unterschiedlichsten Themen. Die sind kostenlos abrufbar auf der Webseite von der 5GACA und bieten sehr guten Einblick in die Thematiken an sich. Und zudem steht es jedem frei, natürlich auch entsprechende Fragen auch mal an die 5GACA zu schicken, beziehungsweise gerne auch mal an mich, wenn es hier Rückfragen gibt. 5GACA beschäftigt sich, wie gesagt, explizit zum Thema 5G für die Industrie mit der Thematik. Einerseits darum, die Anforderungen der Industrie in Richtung Standardisierung der 3GPP zu platzieren. Hier ist die 5GACA auch schon als Market Representation Partner anerkannt. Das heißt, dass die 5GACA globales Sprachrohr für die Industriebelange in Richtung 5G-Standardisierung ist. Und auch wenn wir als Arbeitskreis des ZVEI, also des Zentralverbands der Elektroindustrie, gegründet worden sind, agieren wir global. Und hier sind nicht nur Industrieunternehmen vertreten, wie beispielsweise Bosch, Siemens, Trumpf oder ähnliche Unternehmen, sondern auch Netzbetreiber wie Deutsche Telekom, China Mobile, Verizon oder Orange, aber auch die großen Ausrüster und Chiphersteller wie Intel und Qualcomm, wie Nokia, Huawei und Ericsson und so weiter. Also ich zähle jetzt nicht alle 89 Mitglieder auf, aber Sie können gerne mal die Logos angucken. Wir beschäftigen uns aber natürlich nicht nur mit 5G als Kommunikationstechnologie, sondern auch technologieneutral. Und hier kommt der WDMA ins Spiel mit der Wireless Connected Machines Arbeitsgruppe. Hier geht es darum, dass man etwas technologieneutraler auf Drahtloskommunikation für die Industrie schaut. Einerseits die Bedürfnisse der Anwender auf der linken Seite, andererseits auch die Technologieanbieter auf der rechten Seite. Welche Technologien sind nutzbar? Welche bieten sich für welche Situationen an und ähnliche Themen? Hier geht es darum, dass man einerseits dafür sucht, darauf schaut, welche Anforderungen hat denn der Maschinen- und Anlagenbau und welche Themen sind relevant für insbesondere die Anwender. Zum Zweiten guckt, welche Technologien sind denn überhaupt industrietauglich, welche Randbedingungen sind gegeben, welche Kennzahlen bieten diese Technologien, um möglichst technologieneutral dann entscheiden zu können, was die geeignetste Technologie für einen Anwendungsfall ist. Welche neuen Anwendungen, Wertschöpfungen gibt es? Welche kann man fördern? Wie kann man hier auch zusammenarbeiten? Wie baut man Fachwissen auf? Wie kann man dieses Fachwissen auch verteilen? Und zu guter Letzt, wie kann man auch die Hürden senken, um sich so einem Thema zu nähern? Unabhängig davon, ob man sich jetzt dem Thema 5G nähert oder anderen Themen, ist es unheimlich wichtig, hier in den Austausch zu gehen, weil es nun einfach so ist, dass man sich nicht mehr nur in seiner Domäne bewegt, sondern grundsätzlich über den Tellerrand rausgucken muss. Und ein wichtiger Punkt bei 5G ist auch, man darf 5G nicht einzeln auf einen Use Case bezogen betrachten. Wenn man jetzt vorhin diesen Use Case nehmen würde mit dem Tracking und der Teileverfolgung oder Ladungsträgerverfolgung, dann ist das Thema natürlich interessant, aber keiner würde sich ein 5G-Netz hinstellen, nur für diesen einen Use Case. Ein großer Fehler ist, dass viele Menschen denken, sie müssen jetzt Use Case bezogen an dieses Thema rangehen. Und wenn man isoliert Use Cases mit dieser Technologie vergleicht, wird sich 5G in den seltensten Fällen rechnen. 5G bietet dann halt das große Potenzial, wenn man anguckt, wie viele verschiedene heterogene Use Cases mit einer Kommunikationstechnologie abgebildet werden können. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich zwischendrin so einen Frosch im Hals hatte. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen verständlich. Hab deswegen vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Tube gedrückt. Ich bitte das auch zu verzeihen, aber dadurch haben wir ein bisschen mehr Zeit vielleicht für ein paar Fragen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Austausch. Vielen Dank.